Rudolf Eucken, Nobelpreisträger für Literatur, 1863 bis 1866, Markt 4. Rudolf Eucken. Rudolf Christoph Eucken, geboren am 5. Januar 1846 in Aurich, Ostfriesland, gestorben am 15. September 1926 in Jena, war ein deutscher Philosoph und Träger des Literaturnobelpreises. Leben. Eukens Vater, der Postmeister Ammo Becker Eucken, und sein einziger Bruder verstarben früh. Umso enger war die Bindung an seine Mutter Ida Maria, 1814 bis 1872, geborene Gittermann. Nach dem Besuch des Gymnasiums Ulricianum in Aurich studierte er ab 1863 Philosophie, klassische Philologie und alte Geschichte bei Gustav Teichmüller und Rudolf Hermann Lotze an der Universität Göttingen, wo er sich einer Progressivverbindung anschloss, dem späteren Korps Frisia. Außerdem sang er im Studentengesangverein Göttingen. Im Anschluss studierte er in Berlin. Eine engere Freundschaft pflegte er zu dem Philosophen Friedrich Adolf Trendelenburg. Nach seiner Promotion 1866 über das Thema De Aristotelis Dicendi Ratione arbeitete er ab 1867 als Gymnasiallehrer in Husum und Berlin. 1869 bis 1871 unterrichtete er alte Sprachen und evangelische Religion am Städtischen Gymnasium Frankfurt am Main. Gleichzeitig beschäftigte sich Eucken auch weiterhin mit philosophiegeschichtlichen Fragen, insbesondere um Aristoteles und Thomas von Aquin. 1871 wurde er als Ordinarius der Philosophie und Pädagogik an die Universität Basel berufen. Um Ostern 1874 folgte eine Professur für Philosophie an der Universität Jena. Dieses Amt behielt er bis 1920. Einige Rufe von anderen Universitäten lehnte er ab. 1882 heiratete er Irene Passow, 1863 bis 1941. Aus dieser Ehe gingen drei Kinder hervor: der Chemiker Arnold Eucken, 1884 bis 1950, der Nationalökonom Walter Eucken, 1891 bis 1950, sowie die Tochter Ida Marie, geboren am 10. Januar 1888, gestorben am 16. Oktober 1943. Studierte Gesang, Sopran, und trat unter anderem mit Max Reger auf. 1908 erhielt Eucken aufgrund des ernsten Suchens nach der Wahrheit, der durchdringenden Gedankenkraft und des Weitblicks, der Wärme und Kraft der Darstellung, womit er in zahlreichen Arbeiten eine ideale Weltanschauung vertreten und entwickelt hat, den Nobelpreis für Literatur. Es folgten Austauschprofessuren in England 1911, den USA 1913 bis 1914 und Holland 1914. Während des Ersten Weltkrieges unterstützte er die nationale Idee. So unterzeichnete er das Manifest der 93, welches die Vorwürfe der Alliierten gegen Deutschland bestreitet. Am 5. Januar 1916, Eukens 70. Geburtstag, wurde er zum Ehrenbürger der Stadt Jena ernannt. Als Begründung wurde genannt, dass er als Professor der Universität Jena 41 Jahre lang als Zierde der Hochschule zum Ruhme der Stadt beigetragen habe. In seinen Büchern »Der Sinn und Wert des Lebens« und »Geistige Strömungen der Gegenwart« setzte Eucken sich kritisch mit dem Monismus des Jenaer Kollegen Ernst Haeckel auseinander, mit dem er persönlich aber befreundet war. Auf Eukens Anregung hin wurde am 26. September 1918 in Wittenberg die Luthergesellschaft gegründet. Auszeichnungen und Ehrungen. 1908 Nobelpreis für Literatur für seine Weltanschauung und deren Darstellung.